Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, Freunde, in der heutigen Folge ist ja Muttertag, ne? Also, da ist doch unsere Mutti und der Söhnemenschen, der liebe Tommy, hat heute früh sogar Blümchen überreicht. Fand ich schön, ne? Und ich habe gesagt, zur Feier des Tages gibt es heute unsere beliebte Fischsuppe. Ne? Muttertag. An alle Mütter da draußen. Alles, alles Liebe für euch. Tommy ist natürlich kein Fisch. Tommy, was ist denn? Hallo. Selfie. Uiuiui. Selfish. Und das beim Film hier. Tommy kriegt natürlich Pommes. Ne? Er isst zwar auch Fisch, aber wenn er es wünschen kann, Pommes. Also kriegt er seine Pommes. Er kann bei uns ein bisschen Fisch mit essen. So, Freunde, das Muttertagsdessert, ja nicht Dessert, Mittagessen. Das beste Matjesbrötchen der Stadt, Fischsojanka und der Tommy hat seine Pommes. Einen guten Appetit, Freunde. Und wer klaut meinen Kartoffelsalat? Na gut, ist Muttertag. Jetzt zeige ich mal das Fischbrötchen. Annas Fischsojanka. Guten Appetit, liebe Mutti. Danke. Hey Tommy, na, wie hat dir der Muttertag gefallen? Pommes geschmeckt? Der Vorteil an der Ostsee ist ja, wir haben Sonntag geöffnete Supermärkte. Die Anna holt noch was zu trinken. Wir haben keine Getränke mehr zu Hause. Und der Tommy hat aber schon gerade eingemacht, deswegen habe ich das Auto verlassen, es riecht etwas. Das nützt aber nicht, kann er ja auch nichts dafür, ne? Jetzt muss er nur ein bisschen warten und ich muss aufpassen, dass, naja, er dann nicht in der Hose rummehrt. Aber das kriegen wir schon hin. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Das sieht ja aus, als wenn er eine Zigarette raucht da hinten. Oh Mama mia. Oh Tommy.
туда. Подожди. Иди, я посмотрю. Зайди вот туда. Быстро иди сюда. Туда зайди. Зайди, я посмотрю. Девчонки, спасибо. Ура, на вдох. Стой. Сейчас. Аккуратно мне здесь ходить. Montag. Wir hoffen, euer Muttertag oder gestriger Sonntag war schön. Wir fahren jetzt zu Tommys Schule. Wir müssen noch ein paar Unterlagen abgeben und hoffen, dass wir das endlich klären können. Ja, Tommy weint ein bisschen. Na, keine Ahnung. Vielleicht wollte er nicht zur Schule. Hat vielleicht Angst. Aber keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden euch auf jeden Fall jetzt mal ein paar Eindrücke von Außenbereich der Schule zeigen können. Und dann müssen wir uns sputen, zurück, Video schneiden, weil heute 18 Uhr kommt ja das neue Video. Und wir haben es schon 13 Uhr. Das wird knapp, Freunde. Na, wo sind wir jetzt? Wir sind bei Flughafen Heringsdorf, neben Tommys neue Schule. Ja. Der Weg ist ein bisschen abenteuerlich, aber ne, egal. Wir müssen hier nicht fahren, weil die Schule erlaubt es eigentlich gar nicht, die Kinder selber zu bringen. Die werden von einem, also er wird mit einem Taxi gebracht. Naja, wir haben sie aber. Gimbel aus hier, die Straße. Tommy, deine Schule ist am Luxus, an einer Luxusferienwohnanlage, am Hangar 11. Was? Oh, Mama mia. Privatstraße, Schritttempo. Freunde, das war mal eine ehemalige Kaserne gewesen, ein Luftwaffenstützpunkt hier, deswegen sehen die Gebäude noch so aus, aber die machen das richtig, richtig schön. Eigentlich darf ich ja gar nicht reinfahren, aber wir müssen die Unterlagen abgeben, dass der endlich mal in die Schule kommt hier. 1. Mai war eigentlich Einschulung. 1. Mai. Was haben wir heute? 12. Mai. Nur Gerenne, Gefahre, beantragen, ändern. Das ist Wahnsinn. Taxi da. Hier, Tommy, das ist dein Taxi. So. Habt ihr noch ein Taxi? Nein.
links, Anna, halt mal links. Links ist Tommy Schule. So, und ich gehe jetzt mal rein und gebe die Unterlagen ab. Oh, hier sitzen sie auch schön. Das waren aber Erwachsene. Das waren keine Kinder. So. Na dann, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das war ein bisschen kurz. Aber ja. Wir hatten viel zu tun. Ja, viel zu tun. Und nächstes Video? Freitag. Aber wir waren jetzt in der Schule und haben die letzten Dokumente abgegeben und wir hoffen, es geht jetzt schneller. Wir waren dort sehr sauer. Also ich glaube, die haben begriffen, dass das hier nicht so weitergeht. Ja. Ne? Also macht's gut, Freunde. Bis Freitag. Na, tschüssi.